Leute, ich muss euch noch was nachreichen, was ich im gestrigen Video völlig verrafft habe. Natürlich gab es neuen Stories vom The Outlands Trailer und die EA Apex Legends Seite hat sich natürlich aktualisiert und ich habe es verrafft. Ich habe gestern erwähnt, dass ich schon einen fetten, tiefen Einblick dank EA und Respawn, einen fetten Einblick in die neue Season hatte. Die Informationen dazu kommen am 1. und am 2. Mai. Das werden richtig fette, geballte Videos mit geilen Informationen, Patchnotes demzufolge und ich bin mir sicher, dass auch hier nicht alles erzählt wird, weil sich natürlich nicht Respawn komplett hat in die Karten gucken lassen. Ich war quasi Teil eines exklusiven Livestreams von Respawn mit einigen Devs, denen man auch Fragen stellen konnte und so weiter und so fort. Und jetzt möchte ich aber euch noch mal ganz kurz zeigen, denn ich kann euch doch ein bisschen mehr erzählen, was in Season 17 kommt, was ich gestern noch nicht so ganz gerafft hatte, weil ich nämlich einfach vergessen hatte, mal die aktualisierte Seite von EA mir reinzuziehen. Also natürlich Ballistik ist klar bestätigt. Wir können schon den Steckbrief öffnen. Wir können den hier aufklappen. Ich habe das jetzt hier nur auf Englisch. Ich habe jetzt nicht geprüft, ob das auf Deutsch schon einlesbar ist. Es kann sein, wenn ihr jetzt ganz runterfahrt und das hier auf Deutsch stellt. Keine Ahnung. Ja, tatsächlich funktioniert. Ist auch auf Deutsch schon drin, weil auf Deutsch ist es manchmal, dauert es ein bisschen länger, bis das aktualisiert wird. Dann gehen wir hier mal zurück. Natürlich muss ich das jetzt hier nochmal auf Deutsch stellen, war ja klar. Kein Problem. So, jetzt fahren wir weiter runter. Also die neue Legende ist klar. Ein aktualisierter Rand der Welt. Ein aktualisiertes Rand der Welt Map Update. Das war natürlich schon lange erwartet. Es passiert eine Menge auf dieser Map. Es wird nicht nur ein Spot irgendwie geändert, sondern es sind einige Spots. Es passiert eine ganze Menge und es wird echt richtig geil. Und wir haben das Waffen. Auf Deutsch klingt das dämlich. Auf Englisch heißt es Weapon Mastery. Es ist tatsächlich ein Progression-System, was dir das Grinden mit den Waffen mehr Freude bringt, mehr Langzeitmotivation und so weiter. Wie das funktioniert, natürlich am 1. Mai. Wie gesagt, dort erzähle ich euch alles, was ich aus diesem Livestream mit den Devs raussehen, lesen, hören und so weiter konnte. Und am 2. Mai gibt es das Ranked Update. Das sind zwei getrennte Videos, das möchte Respawn so, dass das auseinandergehalten wird. Es wird ein absolut fettes 2.0 Firing Range Update geben und das hat's fucking in sich. Freut euch auf dieses Update, das wird ultra, ultra nice und hier wird natürlich geteasert, dass es auch ein fettes Ranked Update geben wird. Auch da gibt es einige Stichpunkte, die ich euch am 2. Mai erzählen werde, die sehr, sehr interessant für Ranked werden. Freut euch also auf die ersten beiden Videos im Mai. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr informativ und macht auf jeden Fall extrem Bock auf Season 17, vorausgesetzt, die Server funktionieren endlich mal vernünftig, gerade für uns Telekom-Kunden. Deswegen toi, 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 hoffe ich, dass das reinknallt, weil ich habe so Bock auf die neue Legende, weil die, denke ich, absolut geil wird. Das war's jetzt von mir. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Bin auf eure Kommentare gespannt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.